Liebe Zuschauer, heute Abend haben wir den Axel Staudenmayer bei uns zu Gast und wir möchten auch mit dem Ziel einfach nur erfahren, wie Gott seinen Weg geführt hat, dass er irgendwann Gott begegnet ist. Mein Name ist Axel Staudenmayer, ich bin 49 Jahre jung. Ich bin im katholischen Elternhaus aufgewachsen, bin da als Kind getauft worden, bin verheiratet, habe eine Frau geheiratet mit drei lieben Kindern und habe jetzt ein eigenes mit 1,5 Jahre. Und im Katholizismus ist so, wir glauben alle an einen Gott, aber wir haben alle, die meisten, keine richtige Beziehung zu Gott. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass die katholische Lehre mit Sicherheit eines lehrt. Die Kindstaufe ist die Heilsgewissheit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich noch vielleicht so 10 oder 8 Jahre alt war. Da saß ich in der katholischen Kirche. Ich bin damals sehr oft in die Kirche gegangen. Da sagte der Pfarrer, wenn du getauft bist, dann bist du ein Kind Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Jesus für deine Sünden gestorben. Und wenn Jesus für deine Sünden gestorben bist, dann bist du eines Tages im Paradies. Das ist die in kurzen Worten die Lehre von der katholischen Kirche. Und nachdem ich das gewusst habe, sagte ich zum Glück, okay, du bist Christ. Du bist automatisch schon irgendwann beim Herrn dabei. Dass es eine Irrlehre ist und die ganze Kirche mit vielen Ritualen und Traditionen bestückt ist, habe ich erst durch das Wort Gottes erfahren und durch den Heiligen Geist, den ich bekommen habe. Und bin Gott dafür sehr dankbar, dass er mich aus dieser Irrlehre rausgeholt hat. Axel, vor wie vielen Jahren bist du zum Glauben gekommen? Das war 2008 im Sommer. Ich hatte da eine Begebenheit für mich war das ein bibeltreuer Christ, also von Herzen kommender Christ, der hat mich gefragt nach dem Sinn des Lebens und diese Frage konnte ihm jetzt nicht genau so beantworten. Könntest du erzählen, so ein bisschen aus deinem Leben, was hast du vor dieser Begegnung, bevor dir diese Frage gestellt wurde, was hast du für ein Leben geführt im Vergleich zu dem Leben, was du jetzt führst? Natürlich, als Katholik lebt man meistens im Fleisch. Ich habe alles erlebt, was man in der Welt erleben kann. Gott habe ich nicht verleugnet, Jesus Christus auch nicht, die Bibel zum Teil. Wie viel stimmt in der Bibel? 50%, 80% ist eine reine Geschichte von früher. Aber ein Leben ohne Gott, aber Gott habe ich nie verleugnet. Aber eine richtige Beziehung zu... Nein, keinerweise. Bis 13 bin ich fast regelmäßig in die Kirche gegangen. Bis zum 13. Lebensjahr. Ja, bis zum 13. Lebensjahr. Schulgottesdienst, sonntags ja auch ab und zu. Aber so richtig Gebete oder Gemeinschaft mit Gott hatte ich natürlich nicht. Bis zu der besagten Begebenheit. Hat er mich nach dem Sinn des Lebens gefragt. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Begebenheit? Ja gut, ich bin vom Beruf Physiotherapeut und das war ein Patient, der wurde am Knie operiert und ja, war interessante Gespräche. Er hat mich in keinster Weise bekehren wollen, er hat nur von seinem Leben erzählt und von diesem Leben war ich fasziniert, dass man in Gott überhaupt so richtig leibhaftig erleben kann. Und ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir die Bibel schenken kann. Ich hatte keine Ahnung von der Bibel. Zeugen Jehovas haben die Bibel, keine Ahnung, und er hat mir die Bibel geschenkt. Und als ich das Buch in der Hand gehalten hatte, man kann mich noch sehr gut erinnern, da war irgendwie eine Macht spürbar, die mich doch sehr beeindruckt hat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, nicht am selben Tag habe ich in der Bibel gelesen, sondern erst abends danach, also am nächsten Tag danach. Und bei mir ist passiert, ich habe das Wort Gottes nicht mehr kritisiert, sondern ich habe das Buch aufgemacht mit dem Gedanken, Gott, was willst du von mir? Wie soll ich leben? Ich kenne dich nicht, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und der Gedanke hat mich für das Wort Gottes komplett geöffnet. Ich hatte die Bibel, wie gesagt, nicht kritisiert. Gott spricht jetzt mit dem ersten Wort zu mir.
Und dann konnte Gott nach und nach an mir arbeiten. Weißt du noch, welche Stelle du als allererstes gelesen hattest? Ja, von Anfang an ging es. Also von Anfang der Bibel. Genau, genau. Gut, Mose. Ich kannte schon ein bisschen was natürlich, aber ja, Genesis komplett natürlich nicht. Bei Mose wusste man noch ein bisschen, Abraham wusste ich schon gar nicht, wer Abraham war natürlich. Aber ich habe dann, ich weiß nicht, wochenlang immer abends gelesen und Genesis fertig gemacht, fertig gelesen, dann wieder wiederholt, weil ich wollte es ja verinnerlichen. Ich wollte es nicht nur lesen, sondern ich wollte es verinnerlichen und habe das dann, ich glaube, mindestens 4-mal hintereinander gelesen und dann so nach und nach. Aber in dieser Zeit gingst du in keine Gemeinde, in Nein, keinen Gottesdienste, überhaupt nicht. Nichts? Nein, ich kann mich sogar noch erinnern, am nächsten Tag, wo ich aufgestanden bin, mein Leben hat sich spürbar verändert, wie wenn ein Schleier von mir fällt. Ich war ganz anders programmiert. Ich war ein wiedergeborener Christ, aber noch ganz, 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 ganz eine sanfte Blume oder Pflanze. Aber ich habe, Jesus hat sich durch das Wort in mir offenbart. Ich hatte keine Gemeinde, ich hatte keine Gemeinschaft mit Christen, ich hatte nur die Bibel und den besagten Patienten, wo wir uns dann ab und zu mal getroffen haben und er mir ein paar Fragen beantwortet hat. Aber ich wurde danach immer hungriger nach dem Wort. Also ich habe das verstanden. Ich habe das eins zu eins habe ich aufgenommen, was er zu mir erzählt, was er von der Bibel erzählt hat. Ich habe nichts kritisiert. Ja, und dann wurde ich hungriger und dann habe ich die Gemeinden besucht, die hier bei uns in der Gegend sind, und habe auch Freunde dort kennengelernt, auch habe Hauskreise besucht, und bis ich dann eines Tages in unsere besagte Gemeinde gekommen bin, und ich bin da reingelaufen und das hat mich gleich angesprochen und bin dann irgendeinem Platz gesessen, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, aber der Chor hat mich damals richtig beeindruckt, wie das Evangelium so auf dich eingeströmt wurde, und es war wieder aufbauend für mich natürlich. Ja, und so kam dann eins nach dem anderen. Ich habe Freunde kennengelernt. Die Christen sind auf einmal bei mir in den Behandlungen erschienen, also von Nachbargemeinden. Auf einmal waren die da. Ja. Und Gott hat mir das offenbart. Wie er sagt, ein Christ alleine verhungert. Und ich habe hier in Lautern, wo ich wohne, gebaut, ohne irgendjemand. Ich habe hier 2008 bin ich eingezogen, 2011, also 3 Jahre später, habe ich dann die besagten Geschwister kennengelernt. Und aber es zeigt doch, dass Gott meinen Plan schon vorhergesehen hat, dass er mich irgendwann ruft und ich auch für seine Botschaft offen bin. Und ja, bin dann 2012, also vor 9 Jahren, 2013 war das, habe ich mich taufen lassen. Und voller Freude bin ich nach vorne gegangen, habe dann gebetet, weil ich musste das preisgeben. Und ja, die Freunde waren da, und habe auch eine tolle Frau kennengelernt in der Gemeinde. Jetzt bin ich verheiratet, und wer hätte das gedacht, ich als Katholik, wo niemals heiraten wollte, auch keine Kinder. Jetzt habe ich ein eigenes und 3 angeheiratete Kinder. Hätte ich niemals gedacht, dass Gott mich so ändert, weil ich wäre nicht bereit gewesen, so von Anfang an. Aber Gott hat an mir gearbeitet, Stückchen für Stückchen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass ich Zeit bekommen habe, mein Leben zu ändern. Und dass es nicht einfach, jetzt musst du der perfekte Christ sein und jetzt musst du das und das und das machen, sondern er hat langsam mit mir gearbeitet. Und das war jetzt mein Gedanke, meine nächste Frage, wo ich gedacht habe, hast du Beispiele, was du vor der Begegnung mit Gott und danach, wie dein Leben sich verändert hat? Gut, man ist weggegangen, man ist in die Bars gegangen,
Man hat die Frauen kennengelernt, man hat geflirtet, man hat man ist mal durch die Häuser gezogen und jedes Wochenende natürlich. Und dann aber, ich habe die Bibel schon gelesen, aber ich war immer noch fleischlich unterwegs. Aber nach und nach hat Gott mir gezeigt, dass es nicht richtig ist, das sind der richtige Weg und das hat mir auch nichts mehr gebracht. Ich bin dann gar nicht mehr hingegangen, ich war dann nur noch alleine und wie gesagt, und dann kamen schon die Freunde aus meiner jetzigen Gemeinde und konnte das weltliche Leben komplett ablegen. Du hast bestimmt auch deine damaligen Freunde dadurch verloren. Die habe ich verloren, ja, aber es waren keine großen Freunde, aber man sagt, das waren anständige Freunde. Aber die haben dann nicht gemerkt, dass ich jetzt anders bin, anders geworden bin und haben mich auch in gewisser Situation auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber ich habe genau gewusst, wenn das mal so sein sollte, dann bin ich anders geworden. Und das war so ein Zeitpunkt, wo er mich beschämt hat, wo er Jesus Christus verletzt hat, dann hat er auch mich verletzt. Ich weiß nur, es hat mich richtig wehgetan, wie er über Jesus gesprochen hat. Aber gleichzeitig war es ermutigend, weil ich war anders. Ja. Und da war es auch so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, Axel, du bist, ist alles gut, ist alles gut. Ja. Und haben deine Angestellten etwas gemerkt, dass du dich verändert hast von deinem Verhalten? Nein, ich war damals ja alleine selbstständig. Ich habe zwar Kolleginnen gehabt, aber das war, das ging reibungslos über. Da hat keiner was gewusst. Jahre später kam das dann so in Gesprächen und dann durch meine Hochzeit, dann wurde alles offenbart, was ich jetzt, das. Ich kann mich noch erinnern, ein paar Ärzte waren da auf der Hochzeit. Genau, und dann wussten die, da ist was anderes. Mhm. Ja, aber es wusste vorher schon niemand, dass ich da Christ geworden bin in der ganzen Zeit. Wie ist das Verhalten jetzt, sage ich mal, zu den Ärzten, zu den Kollegen? Alles akzeptieren alles die gut. Dich so? Genau, das ist. Ich kann noch eine Begebenheit erinnern: eine Arzthelferin, die ist vielleicht noch neuapostolisch, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen von meinem Glauben erzählt und von der Hochzeit und dann sagte sie, sie würde auch gern so heiraten. Ja, so Keuschheit vor der Ehe. Und jetzt hat sie auch doch einen Freund, also einen weltlichen Freund, aber sie geht schon in eine freikirchliche Gemeinde, also Herr baut auch an ihr. Und aber ich hatte auch keinen Angriff von oder Fragen von meinen Arbeitskolleginnen von ärztlicher Seite her. Die wissen das, aber es ist alles, alles okay, alles wunderbar. Es gibt da keine Konflikte und Gespräche waren danach auch nicht so. Man hat es einfach so hingenommen, ja. Mhm. Ja, das ist schön. Ja. Wenn du wirklich Menschen triffst, die das auch akzeptieren, die dich da, wie soll ich sagen, sogar in Richtung Mobbing nicht gehen, weißt du, oder auch da nicht dran zweifeln oder irgendwie dich versuchen fertig zu machen, was leider auch der Fall sein kann. In meinen Praxen habe ich jetzt christliche Bücher ausgelegt für Suchende und selten werde ich angesprochen, aber da brenne ich ja schon drauf, wenn ich das Evangelium weiter sagen darf. Und der Herr gibt mir die richtigen Worte in den Mund, weil ich bete vorher, dass wenn ich heute seinen Dienst erfüllen darf und kann, dann soll er dabei sein. Und manchmal sehr interessante Gespräche. Ja, was ist mein Dienst, wo mir gefällt? Auch ein Büchertisch bei uns. Gott hat mich da eingesetzt und ich bin ganz gut aufgehoben da, ja. Du hast es bis heute noch nicht bereut. Nicht einen Tag, ich werde nie wieder zurückgehen, ja. Hast du vielleicht noch zum Schluss von unserem Gespräch hier ein Bibelvers, den du unseren Zuschauern vielleicht wünschen würdest? Johannes 3, Vers 16, ein bekannter Vers. Und den habe ich aber erst viel später kennengelernt. Aber der stimmt, aber den Vers zu sagen, für die Menschen in der weltlichen Gesellschaft
ist es schwierig, dass sie den aufnehmen. Aber ja gut, man betet drüber und kein Wort kommt leer zurück. Wer weiß, was Gott noch mit diesen Menschen noch vorhat. Doch vielleicht doch. Johannes 3,16, ich denke, wenn Menschen jetzt zuschauen und sagen und die Bibel vielleicht noch nicht gelesen haben, dann wissen sie nicht, was da steht im Evangelium Johannes 3,16. Kannst du so das? Sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, doch die an ihn glauben, dass die nicht verloren gehen. Ja. Für diejenigen, die uns jetzt zuschauen und sich vielleicht auch die Frage stellen, wie kann ich Gott finden, wie kann ich ihm begegnen? Hast du da eventuell welche Ratschläge, die du empfehlen würdest? Auf jeden Fall, kauft euch die Bibel, betet davor, weil gläubig sind wir alle, wir glauben irgendwie immer an Gott, aber die echte Beziehung, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich empfehle jedem, kauft die Bibel, lest in der Bibel, seid offen für das Wort Gottes, denn sobald ihr nur ein Wort lest, spricht Gott zu euch und das Wort ist lebendig. Ihr habt es selber erlebt, ich habe nichts dafür gemacht, Gott hat mich berührt. Ich war nur offen für sein Wort und ich kann nur jedem empfehlen, lest die Bibel, betet und wir sind alle nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht makellos, aber trotzdem, Jesus liebt uns alle und ich bin überzeugt davon, dass von offenherziges Gebet, wenn das Gebet von Herzen kommt, dann wird das Gott auch dafür auch seine Arbeit machen und er wird jedem sich bestimmt offenbaren, so wie er es bei mir gemacht hat. Auch mit den gewissen Gebeten. Noch heute und er macht es bestimmt auch morgen auch noch. Aber seid einfach offen, kritisiert die Bibel nicht, kritisiert das Wort Gottes nicht, sondern nimmt es an und Gott kann an euch arbeiten am Herzen, so wie bei mir, von null bis ganz nach oben. Er hat nur Gutes im Sinn mit jedem, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir Sünder sind, aber Gott liebt uns und er liebt uns auch morgen, egal was wir machen. Aber folgt Jesus nach, das ist die beste Entscheidung, was wir überhaupt machen können. Das ist der einzige Weg. Ich danke dir, Axel, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Bitte schön. Und wir möchten euch auch herzlich danken, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir wünschen euch Gottes Segen bei jeglichen Entscheidungen und auf alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Auf Wiedersehen.